Und herzlich willkommen hier in die Sennen-Niederlande. Wir machen hier wieder weiter mit unseren Formel 1 Rookie-Geschichten. Ich kann mich an den Grand Prix nicht erinnern. Wir machen ich weiß nur, was da geschissen war. So. So. Und wir legen los. Alle Niederlande sind jetzt da. Die Niederlande. Alle Niederlande hast du sicher auf jeden Fall bald. Die Gosch, halt einfach die Gosch, bitte. Wo bist du? Wo ist denn? Verstehst du, der immer sagt, der hat das schnellste Modem. Ich war nicht da mal noch im Spiel, oder? Nee, das ist das Problem. Ich glaube, er spielt mit der PS4. Ja. Aber wirklich, wenn man mit Ingo oder Tanja spielt, man merkt dieses den Unterschied, dass du damit durchpasst. Also man merkt den Unterschied vor allem bei Outriders. Wir sind so gewöhnt einfach so schon. Ja, voll. Das ist gar nicht mehr so auf. Outriders, du lädst einfach selber eine Sekunde oder sowas und dort brauchst du sicher eine halbe Minute oder so. Ja, das haben wir gestern gemerkt. Hallo, mein Schatzi. So. Ich habe übrigens den Allzeit ein bisschen demontiert in FIFA. Ja, ich habe nichts gewonnen. Okay. Oh. Drei Matches, shit. 7 Punkte habe ich gemacht. Shit, Alter. Ich glaube, er hat alles im Glas, aber... Nicht. Was gefällt dir? Los, regnet? Mhm. Im Rennen oder im Qualifying? Oder in beiden? Oh. Meine Damen und Herren, welcome to America. Ah, na, falsch, Entschuldigung. Ich bin ganz woanders. Er hat schon ein bisschen was gekifft, deswegen. Von einem Coffeeshop. Darf man nicht mehr. Echt? Alter. Oh, okay. Alter. Ich hab ein Problem. Was war da okay. Jetzt, Alter? Scheiße, ich hab meinen Controller nicht abgeschaltet. Hast du einen Drift gehabt, oder was? Ja. Du bist auf einmal nicht mehr weitergefahren. Ja, weil ich in die Wand gefahren bin. Oh. Oh, scheiße. Oh, das ist Arsch. Ui, das ist Arsch. Ah, das ist, du hast Party-Controller und? Das habe ich die Strecke gar nicht. Kann man nochmal neu starten? Keine Ahnung. Aber nein, ich glaube, es überspringt sonst wie letztes Mal. Ja. Scheiße. Aber kannst du dich einfach wieder reinfahren, Alex? Er ist disqualifiziert. Ich bin disqualifiziert, ich bin in der Boxengasse hängen geblieben. Scheiße, ja. Dreck. Na, schau mal. Kannst du schon mal, ob du googeln kannst, ob das wieder neu... Du meinst, ich ja vielleicht, vielleicht jetzt im Qualifying überspringen. Also nochmal aussteigen und... Na, weil du überspringst, dann hat es ja nichts gemacht. Hab ich gleich kaputt. Scheiße, Dreck, Alex. Sag mir, wer ein bisschen draußen ist. Ich bin noch... Ich tu gerade mein Auto-Setup einstellen. Ich bin draußen. Bist du auch ausgeschieden, oder was? Da schaue ich schon wenigstens zu, wie du die Strecke. Ja. Kannst du das so lernen? Das macht aber Sinn so. Ja, aber was soll ich sonst machen, weißt du, wenn ich jetzt einfach weggehe? Oh, shit. Es ist klar in Niederlande, wo ich nie gefahren bin eigentlich. Ich weiß, es ist eine eher schnellere Strecke. Nie bist du nicht gefahren. Fast nie, habe ich gesagt. Okay. Bitte zuhören, Norbert. Bitte. Was? Einmal. Was? 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 Wie nennst du meine Mutter? Frieda? Olga. Tante Frieda. Tante Frieda. Scheiße, das ist ärgerlich. Das ist wirklich ärgerlich. Ich bin nur froh, dass auch Norbert nichts passiert ist, nachdem er stehen bleiben musste. Das wäre es gewesen, Alter, wenn du danach diesmal bist, wo ich stehen bin. Ich habe überlegt, was mache ich jetzt, oder? Und dann habe ich mir gedacht, nein, ich probiere vorbeizufahren. An das habe ich nicht gedacht. Wenn, dann hätte man nichts machen können, also. An das habe ich nicht gedacht, sorry. Na gut, also Qualifying, Arsch. Ich hoffe, es wird Zeit, wenn man es hinfährt. Welcher? Na, ich habe einen bestimmten. Habe ich schon rausgefunden. Okay. Was denn? Teamchef. Hast du einen neuen Teamchef, oder was? Nein, nicht mehr, aber ich weiß jetzt, wer für mich zugeteilt ist.
Naja, wir wissen doch alle, wer für wem zugeteilt ist, oder? Ja, wir sind alle geteilt, doch zwar. Ach so. Oh. Und wer ist für dich zugeteilt? Was soll ich sagen? Ich hab keine Ahnung. So? Ach, wir haben nur noch Benzin für eine Runde. Hast du auch einen Vertrag von Flo bekommen oder von Michi? Michi. Ah, okay. Fuck my life, ich bin so ein Sauto-Auto. Hast du mir dann eigentlich noch zugeschaut am... Entschuldige. Ja, sag. Alex, hast du mir noch zugeschaut am Nachmittag dann? Mhm. Hast du gespielt? Mhm. Bisschen. Was hast du gespielt? Warzone. Alleine oder was? Alleine nicht. Mit Randoms halt. Ja. Aber bist du teilweise so lost, wie der reagiert. Also aber wenn du das sagst, dann ist es krass. Ich meine, in der einen Situation, wo du die zwei geholt hast, also ich war verwundert, dass du beide geholt hast, aber du hast deinen Teammate nicht gerettet. Du hättest ihn easy retten können. Der ist vor dir vorbeigelaufen. Und dann hat er gekillt. Und wie du in der letzten Runde, glaube ich, war das? So heißt, ich war in der Runde landen. Und hast dich dann umentschieden. Hast das andere markiert. Mhm. War auch gut, ja. Der hat das akzeptiert und du bist trotzdem dann und hast gesagt, na, doch dort. Und hast das andere wieder markiert und bist dort runtergegangen. Ja, das war dumm. Ja. Das ist das, was ich gesagt habe. Wenn du es änderst und er hat sogar akzeptiert für das, dass er nicht redet, dann gehe ich dort nicht mehr runter. Dann gehe ich dort runter. Mhm, ja. Weißt du, was du gut gemacht hast? Er kann jetzt geht viel runter. Gehe ich nicht. Ansonsten, ja, Schönheitsfehler. Deckung wieder blumen missachtet. Mhm. Und die ist halt oft, du weißt, dass der Gegner da ist, aber drehst ihn trotzdem mit dem Rücken zu und rennst quasi so Open Field weg mäßig. So wie welches du das gesuchte Ziel warst. Mhm. Ich meine, dumm von deinem Teammate, dass es sich gesplittet hat von dir, aber du warst bei den Waggons. Erstens, unschlechtes Ziel, für das du ein Ziel bist. Ja, in einem Waggon. Das stimmt. Dann wurdest du angehängt, bist ins Haus gelaufen. Und logisch, dass die pushen. Ja? Mhm. Bist draufgelaufen, war auch okay. Dann kam der drüben beim Fenster, hat rüber geschossen. Gut, du bist beim anderen Fenster raus, bist ins Nebenhaus und dann hat er dich geholt. Ja. Nein, dann hat er dich nicht geholt. Dann bist du wieder raus beim Fenster. Und dann wolltest du wegrennen, weil dein Team mitgeholt worden ist. Mhm, und genau. Da hat er dich dann beim Fenster rausgeholt. Aber also welche schwierige Situation, wenn du gesucht bist, was du machst. Ja. Welches Spiel war das, wo du gemeint hast, du hast dich gewundert, dass ich die beiden geholt habe? Ich weiß es gar nicht. Das war eh ziemlich mittig oder so. Ah, okay. Was auch ein guter Zug war, das war glaube ich jedes Mal, wo du die Klima gesetzt hast, wo du den gehört hast. Mhm. Zurückgelaufen ist die Klima gesetzt hast. Und ich finde, du haltest dich halt viel zu viel mit dem Looten auf. Ich denke mal, in den Kisten könnte auch Geld drinnen sein, weißt du, für Loader und so. Ja, in den Kisten schon, aber du bist halt... Eben, wo du angehittet worden bist, hast du nichts gehabt, oder die mir dann aufgeholt worden ist. Mhm. Und du bist in diesen vier Gebäuden 5 Minuten spazieren, um irgendwas noch zu finden. Da gehe ich wieder rein in den nächsten Ort und schaue, vielleicht wird nicht gelootet. Also Achtung, nur als Tipp für dich, die Boxenkasse ist extrem kurz. Das war's, ja. Dann war ich schon. Was sagst du? Da war es schon, da war es schon in der Box. Aber ich danke. Ich hab dich wieder nicht verstanden. Da war schon in der Box. Ich hab eigentlich Alex gemeint für dich. Achso, ja, ich hab dir eh geschaut. Weil du ja keine Praxis hast, deswegen. Ja, ich schau dir eh zu. Also jetzt schau ich wieder mal dazu. Aber wie ist er? Schnell, oder? So. Wer ist schnell? So schon, ja. Der Grand Prix. Der Grand Prix ist super schnell. Kann man reden. Boah. Vor allem niedrige Reifenabnutzung. Ist schon groß. So, ich,
Ich fahre hier nicht das schnelle Runde. Ich habe vergessen umzuschalten. Auf Fett. Was machst du nächste dann? Ja. Das ist mir auch passiert vorhin, Norbert. Ah, okay. Mit 100 Paris 2 kommen wir mit dem Benzin noch aus. Ah, schon wieder. Fast. Dann stell fest und schalten. Hab ich eh. Welcher Platz bist du, Norbert? 19. Oh, es kommt vom Schauen. Sorry, wollte ich nicht ablenken. Nein, nein. Hätte ich ja nicht schauen müssen, eigentlich. Also, trifft dich keine Schuld. Du nimmst halt da zum Beispiel Kuchen viel zu eng. Wow! Was war das? Oh, ich glaub, da ist jemand kutscht. Also, du hast sie eng genommen, musstest aber nach außen, weil du hast so Tempo verloren, ja. Und dann kommst du am Körper weg. Da dachte ich, kann etwas Interessantes über Call of Duty sagen. Bitte? Da dachte ich, kann etwas Interessantes über Call of Duty sagen. Sorry. Na, mach das. Aber das wäre dann. Irgendwie wäre das Arsch, wenn dann kein Call of Duty kommt und dann Battlefield nur Multiplayer. Für mich wäre das okay. Ja. Wobei, da könnte man sich auf Battlefield konzentrieren. Ich finde, ich spiele eh nicht die Story von einem Battlefield oder so. Scheiße, Dreck, ich bin so behindert. Sammelst du jetzt eigentlich die Panini-Pickeln, Alex? Nein. Hm? Nein. Nein. Ich auch nicht. Ich habe jetzt gesehen, das Format ist irgendwie urbeschissen, finde ich. Ich hab's durchblättert, so. Ein bisschen von so einer Arbeit und so. Von so einer Arbeit gibt's so eine Box, da hast du gar 50 Packer dabei. Bis jetzt liegt unsere beste Runde bei. 1:20. Oh, aber dass wir so viel Geld rauswerfen für nichts, oder nicht? Und dann kriegt man's vielleicht wirklich nicht zusammen. Ja. Es gibt immer diese Dorschbörsen. Ja, aber. Dieses EM-Jahr ist in die Pumpschlossen. Zu Corona-Zeiten weiß ich nicht, ob sie das so machen. Kannst ja mit Geld schicken. Ja, stimmt. Ich habe nämlich gefunden, lustigerweise, von der Euro 2016 das Heft. Ja, das habe ich auch. Das habe ich aber nicht voll, leider. Oh, dann schon. Oh. Wieder alles verloren, Alter. Also, was ist eigentlich besser fürs Endgame, wenn man das alleine macht oder wenn man sich, so wie Flo meint, Michi meint, quasi durchziehen? Ich muss so für dich entscheiden. Wo meinst du? Outriders. Das musst du für dich entscheiden. Also ich persönlich würde fast sagen, für sich selber macht. Mhm. Weil man lernt das halt. Zum Beispiel. Genau. Ich habe immer in der Gruppe gemacht, zum Beispiel. Alter, was ist los? Es geht zu viel mit euch. Entschuldigung. Zum Beispiel, mein Damage reicht vollkommen aus, aber wenn ich mich halt so sehr auf mein Damage fokussiert habe, ich krieg nur aufs Maul. Ich bin eine richtige Glaskanone mit meinem Charakter.
Ich muss viel intelligenter spielen, aber dadurch, dass ich halt eben das Endgame gerusht habe, dass ich mit Alex zugespielt habe, fehlt mir eine wichtige Lernphase, dass ich weiß, okay, wo kommen die Gegner, wo verstecke ich mich da am besten und so weiter. Mhm. Weil wir haben sozusagen das Elf, glaube ich, hochgepusht. Mhm. Genau. Etwa zwei Runden kommen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das Endgame alleine machen würde. Ja, musst du nicht alleine machen, wir spielen eh mit dir. Wir spielen ja mit unseren zweiten Charakteren, damit machst du es ja nicht alleine. Mhm. Wie ziehe ich hier dann nicht? Schau, also ziehen, ich sag dir. Ziehen ist nur, wenn der andere Charakter andere quasi höher ist. Ah, ja, okay. Weil ich dich durchziehen kann, weil ich bin jetzt schon Stufe 14 zum Beispiel. Das heißt, ich schaff's sicher, wenn wir zu zweit spielen, kann ich bis 11. Vielleicht noch 12 auf dem Boden von einer auf kann. Also vom Schaden her, glaube ich, könnte ich auch locker 11, 12 alleine spielen, Alex. Vom Schaden her. Was? Ja, aber ich bin so. Das ist das, was ich gesagt habe. Frag Ingo. Ich habe auf Rang 11 um 14 Millionen mehr Schaden als Ingo gemacht. Und ich bin aber 10 mal gelegen. Und dann habe ich es umgestellt, habe ich zwar weniger Schaden gemacht, aber ich bin nicht mehr gelegen. Oder? So wie gestern, wir haben ja gestern noch gespielt dann am Abend, wie Norbert dann diese Verbindungsprobleme hatte. Da bin ich auch nicht gelegen, keine einzige Runde. Bin ich nicht einmal auf Rang 13 und Ingo auch zwei, dreimal. Obwohl er der. Ja, aber ich weiß nicht, dass ich machen kann, dass ich auf Rüstung gehe. Ich habe eh unvielen Lebensentzug auch für Rüstungsteile investiert, damit ich halt eben durch meine Fähigkeiten mich wieder hochheile. Aber ich kann halt nicht mehr machen, ich habe keine mehr, ich kann nicht mehr Rüstung. Ich habe halt das Gute, ich habe dieses auch Durchblutung halten. Auf das gehe ich jetzt auch intensiver. Ist das eine Mod aber? Nein, ich habe das geskillt. Das ist bei mir ein Skillbaum. Ich kann mich durch. Ich krieg, wenn ein Gegner blutet, kriege ich 25% Leben von seinem Schaden. Und ich mache aber jetzt mit Bluten 4000 Schaden und rechne ja aus 25% von 4000. Was sekündlich, aber er blutet ja sekündlich, kriege ich 25% von diesen 4000. Ich muss mir das mal anschauen. Unterschied habe ich mir halt gemacht, aber das werde ich jetzt rausnehmen demnächst. Ja, Schild will ich eben nicht spielen, weil das ist halt ein massiver Damage-Loss. Für mich ist es ein Damage-Gewinn. Okay, ich starte vom 5. Platz. Für mich ist es ein Gewinn, weil ich ja diese Schild-Explosion drin habe. Ja, ja. Ich habe nämlich gestern auch am Abend ohne den gespielt, weil ich das Video auch gezeigt habe. Und ich habe klar weniger Schaden gemacht, aber ich bin noch zweimal gelegen. Also es hilft mir ein bisschen. Auch mit diesem Schild. Weil ich habe mir ein bisschen angeschaut, wie die anderen spielen, die 15 als Pyromant Solo machen zum Beispiel oder so. Mhm. Und da investiert keiner in der Rüstung. Ja, wie gesagt, ich kann halt bei Pyro die spielen halt sicher auch viel besser. Die haben halt eben, wie gesagt, die haben halt eben, die wissen, wo die Gegner kommen, wann sie wo ihre Fähigkeiten einsetzen, damit sie überleben und so. Das ist halt eben dieser wichtige Lernfaktor, der mir halt fehlt. Hm. Ja, ich habe halt bis Stufe 7 habe ich halt gespielt. Verstappen hat 5 Posi. Wow. Ich hab's gesehen. Aber ist die erste. Und was mich ärgert ist. Ich mit meiner Zeit, ich hatte vorhin eine Zeit, die war wirklich stark. Da wäre ich in die Top 5 gekommen, locker. Wenn ich sogar noch Erster, ich habe nicht gesehen, was der gehabt hat für eine Zeit. Und dann in dieser Doppelkurve da, kurz vorm Ziel, habe ich mich komplett verbremst. Und alles verloren, über 1,5 Sekunden. Das ist blöd. Aber das war eben mein Vorteil, dass ich mit Tanja habe ich bis Rang 7 gespielt. Und bis 11 haben sie mich dann durchgezogen, wie Ingo nach Hause gekommen ist. Aber gut, da habe ich halt 7 Ränge schon hochgespielt, mich da habe ich schon 30 Expeditionen hinter mir gehabt. Ich werde jetzt so ein paar nicht. Ich habe sogar 8, ich bin sogar bei 8 gestorben, Alex. Ja, ich habe dir gesagt, von 7 auf 8 ist trotzdem ein Unterschied. Man unterschätzt das. Man unterschätzt immer, wenn man allein spielt, dass sich dieser Damage nicht aufteilt, sondern dass der Damage wirklich nur auf dich gerichtet ist. Es nervt halt extremst. Ja, ich verstehe dich. Ich kenne das. Ich habe auch nur mit Tanja oder so gespielt und dann haben wir alleine mal gespielt. Und dachte, oh mein Gott, was passiert jetzt? Nein. Das gibt's ja nicht. Man kann wohl alles ausgeschalten. Oha. Was ist da los? Ist wieder gut, oder?
Verdammtsrennen verpasst. Hast du dich wieder gerutscht, oder was? Nein, das Drift ist noch drinnen, aber ich habe meinen Controller ausgeschalten. Für mich war es das auch im Rennen. Boah! Achtung, Achtung! Das virtuelle Safety Car ist draußen. Geschwindigkeit verringern und positives Feld. Was ist jetzt passiert? Naja, ich bin halt gecrashed. Auch noch Strafe, das ist hart. Alter, gleich 10 Sekunden? Bist deppert. Ich glaube, mein Rennen ist auch vorbei. Schade, diese Strecke wäre ich wirklich helfen. Ich komme nicht einmal um die Kurve gerade mehr. Ist der Wagen so beschädigt? Ich habe Doppelflügelschaden. Okay. Virtuelle Safety Car Phase endet. Tempo bis zu den grünen Flaggen beibehalten. VSC endet. Auf grüne Flaggen warten. Ich glaube, ich muss das Spiel nochmal starten. Vielleicht. Ich glaube, das Spiel hat das eigentlich jetzt übernommen, das Ding und Ola währenddessen. Wiederholen wir das Rennen. Start neu. Na, jetzt ja, überspringt er ja dann auch, oder? Ja, wahrscheinlich nicht. Also den Drift immer noch die ganze Zeit, ist alles? Ja, es steht auch in der Kalibrierung minus 100. Ich glaube, weil ich den Controller eben ausgeschalten habe. Krass. Aber wo bist du? Bist du weit vorne? Ja, er fährt automatisch. Ich bin im Menü. Achso. Ja, wenn ich den Controller ausschalte. Mach das vielleicht nicht in der Box. Aber dass er sich das so krass merkt, das ist komisch. Er merkt es aber. Ist das zweite Regenrennen schon, gell? Ja, und ich kann das so nicht fahren. Oh. Nein. Das muss ich gerade. Ich kann ja nicht einmal mit Controller fahren, weil die Kalibrierung noch immer minus 100 ist. Das heißt, ich muss dagegen lenken, wenn ich gerade fahre. Alter, das ist zart dann. Dann soll man es probieren mit dem Abbrechen. Alter, ich komme nicht einmal gerade auf die Strecke. Noch. Oh. Ich schätze die Krise. Schone den Wagen, bis wir ihn repariert haben. Wir wollen nicht, dass es sich verschlimmert. Wir ziehen eine alternative Strategie in Erwägung. Möchtest du die Strategie was ist, wenn es überspringt? Ja, dann ist im schlimmsten Fall nochmal ein scheiß Dingsen. Zählt das als durchgefahren oder? Nein, wird nicht als durchgefahren. Schon hier. Haben wir ausgeschaut. Ich bleib stehen. Scheiß drauf. Na gut, dann überspringen wir vielmehr. Probieren wir es. Es ist halt urscheiße für den Alex. Ich sag's es jetzt. Ja, ja. Vielleicht nicht, habt ihr Session beendet, weil vielleicht zurück zum Hauptmenü. Nein, zurück zum Hauptmenü habe ich gemacht. Krass, ich wurde einfach rausgeschmissen. Vielleicht, weil ich beendet habe. Bitte? Vielleicht, weil ich beendet habe. Kann sein, ja. Das auch. Lass ich gehen. Niederlande in Bearbeitung steht bei mir. Wenn ich jetzt beitreten möchte. Man kann halt nicht im Menü die Einstellung machen. Oder? Niederlande, das Rennen ist aktiviert. Das ist nice, wenigstens das Rennen. Gut, ich geh geschwind aufs WC. Alles klar.
Oh, Leute. Aber krass, wie krass das auf einmal auftritt. Diese... Ich muss echt sagen, ich habe halt echt Glück, oder? Das ist da nicht so. Ne, auf einmal, vor einer Woche, wüsste ich, war im Menü, aber da hat das gespeichert und ich verstehe nicht warum. Man konnte das auch. Immer noch, oder? Ja, und da irgendwie ist so, als würde man Lenkrad eigentlich nicht erkennen als. Steckst Lenkrad doch mal an, oder hast du das auch schon gemacht? Ja, habe ich schon gemacht. Verbindung unterbrochen. Und wenn ich lenke, erkennt er das Lenkradspiel nicht an. So, wie ist die Lage? Alex, das ist anscheinend immer noch das Problem. Schon komplett abgedreht? Ich wollte gerade sagen, wenn du mal die Konsole neu startest, Alex, komplett. Genau. Nicht einmal Tschüss sagen kann er. Ja, ja, die Manieren. Wirklich, die heutige Jugend. Hat eigentlich wirklich zum Mittag dann einfach ist er aufgegangen, oder? Ja, angeblich hat er gesagt, er hat eh was gesagt. Ah. Ich glaub's ihm nicht, ich hab's nicht gehört. Ich hab damit Alex noch ein bisschen FIFA gespielt und ich da hab mich schon verbessert. Jetzt machen wir wieder FIFA zocken. Ich sag dir, wir könnten ja wirklich so eine kleine Liga machen. Ich wäre dabei auf jeden Fall. Wäre halt cool, wenn wir halt vier gewesen wären, weißt du, dann hätten halt immer zwei gleichzeitig spielen können. So muss halt immer einer zuschauen. Aber ja, ist jetzt auch nicht so die Dramatik. Ich finde es halt schade, dass es nicht gibt so einen Zuschauermodus. Gibt's nicht? Ich dachte, ich kann zuschauen. Im FIFA direkt? Ich dachte schon, aber wenn es das nicht gibt, ich kenne mich da besser aus, ich habe da keine Ahnung. Zumindest wüsste ich nichts davon. Ah, jetzt spüre ich ein bisschen den Arm von der Impfung. 5 Minuten später liegt er mit einem Epizos. Dann Daniela, hol ein Defi. Nein, habe ja keinen. Scheiße! Aber dass du deinen Arm spürst, ist ganz normal, Norbert. Ja, eh. Der Muskel aber ist halt verletzt und der ist jetzt beleidigt. Was ist, ich aber sagen direkt... muss. Ja? Ja, es wird direkt eingespitzt. Top durchorganisiert ist das dort alles. Wo warst du? Austria Center. Ah, okay. Ja, schade, dass ich frei habe. Dort bin ich oft Ambulanzdienst machen, nämlich. Ah. Ah. Was halt auch komisch ist, normal mein Lenkrad, ich weiß nicht, wie es bei dir soll, aber normal mit einem Steck, dreht es einmal nach links und einmal nach rechts. Genau. Ja, und das hast du nicht diesmal auch nicht gemacht. Wieder nicht? Nein, ist der Controller abgeschalten? Ja. Ja, gell? Hoffentlich hast du jetzt nichts verstellt. Na, verstellt kann ja nichts haben. Die PlayStation ist einfach buggy. Wie bei mir. Seit ich diesen DNS-Server habe, habe ich das Problem nicht, aber die sind so lost vom PlayStation Support, das sind die dümmsten Menschen, die ich kenne. Wieso? Weil die mir keine Lösungsansätze geben. Das ist dumm. Ich habe es dann aufgegeben,
die letzte Mail vom Sony Support war, Moment. Also ihr Vorschlag ist, dass ich meine PlayStation in einem anderen Netzwerk in einem anderen Netzwerk probieren soll. Okay. Das sind so und wenn du die Möglichkeit nicht hast? Es gibt mobilen Hotspot, aber ich habe eh auch geschrieben. Ach so. Ich habe den Router jetzt schon seit Ewigkeiten, also seit ich hier wohne, also seit über einem Jahr, und ich habe nie Probleme damit gehabt. Das ist plötzlich aufgetreten. Also wird das nicht mein Internetanbieter Modem sein. Mhm. Und seit ich die DNS-Server eingestellt habe von PlayStation, auf der PlayStation, seitdem habe ich kein Problem mehr. Die hast du aber fürs LAN-Kabel eingestellt, nicht fürs WLAN. Das ist egal. Das ist egal, du kannst es für beides gleich einstellen. Aha. Wie merkst du eigentlich, dass du einen Drift hast im Lenkrad, Alex, und du nicht im Rennen bist? Weil ich in meiner Steuerung Kalibrierung minus 100 habe. Und würde ich dann nochmal. Okay, Verbindung getrennt. Ich bin nochmal nur rausgegangen. Ich schau mal, ob ich in Alex helfen kann. Scheiße, du hast dein Gear zurückgezogen. Ups. Sorry, Leute. Aber ich habe das Problem eventuell behoben. Und wie? Ich habe meine Lenkung jetzt so kalibriert, dass ich habe jetzt halt nur einen 90% Rechtsanschlag. Ist halt auch trotzdem scheiße für dich. Ja, aber es ist aber eine Lösung. Warum ist die PlayStation so buggy? Das war nicht, wenn nicht, dann spreche ich das an. Na, wenn nicht, dann spielen wir was anderes. Dann spielen wir FIFA oder so. Oder Outriders. Oder Outriders. Wo wir dann auch nicht reinkommen. Bei mir ist sogar noch Fremder, ja. Nice. Ich hab nur sympathisch ein paar. Sag Alex, weißt du das? Gibt's eigentlich einen direkten Zuschauermodus in FIFA? Nein, gell? Nein, gibt's nicht. Schade. Da muss man halt eben über den Stream zuschauen. Mhm. Ist halt verzögert, dann wird man halt gespoilert. Ich meine, ich muss ehrlich gestehen, für mich ist gut, weil ich habe das Rennen komplett verschissen am Anfang. Norbert, das ist aber auch gut. Bitte? Warst du gut dabei? Mehr oder weniger. Ich meine, ich habe zwei Plätze gut gemacht. Das ist eh gut. Nein, so. Na, zwei. Na, zwei, ich war ja auch dann weg. Und ich habe Quiet komplett rausgeschossen aus dem Rennen. Mhm. Ich habe gleich 10 Sekunden gegen ihn bekommen. Gegen ihn. Ja. Schauen wir mal, ob alles gut funktioniert. Aber was ich jetzt sagen muss, das mit dem Internet lasse ich jetzt nicht mehr gelten, dass das mein Fail ist. Es ist dein Fail. Warzone hat funktioniert und jetzt F1 ist auch nichts. Oh ja. Ich sehe dich hier ganz entlegen. Schon Warzone war nichts. Wenn Warzone war auch nichts. Oh. Alter, wenn der rüberzieht. Scheiße. Sorry, Raikönen. Stark, Alex. Wir sind da alles schon überzogen. Scheint geringfügig zu sein, aber geh es etwas ruhiger an, um das Problem nicht zu verschlimmern. Gut, jetzt hab ich euch erwischt. Ich habe halt so Angst im Regen, ich traue mich gar nicht so aufs Gas zu steigen. Oh, Alter!
Strategie in Erwägung. Möchtest du die Strategie ändern oder? Was war jetzt, Alter? Aber ich muss dich gut hinstellen. Ich muss dich genommen und dann dich auflassen. Also. Also da kann ich nicht. Aber ich. Ich hatte jetzt echt Glück, aber muss ich sagen. Na, Raikkonen hat Dominik auf der Seite mitgenommen und hat nur die ganze Gerade mitgeschleppt. Ich bin dann auf allen Vieren gerutscht, sozusagen. Sozusagen gut. Aber er hat mich dann am Ende wieder gerade hingestellt. Ah, das ist schon gut. Regen ist wirklich dran. Oh. VSC endet. Gleich kommen die grünen Flaggen. Positives Delta bis zu den grünen Flaggen. Nein, ich habe diesmal keinen guten Start erwischt. Ja, Zimmer. Für mich ist Arsch. Ich muss in die Box jetzt. Alter! Alter! Wichser! Alter, der du Wichser, du Kleiner! Alter, das ist jetzt, was ich nachlassen muss. Alter, ich will in die Boxengasse rüber. Und er ist hinter mir, er will rechts bei mir vorbeiziehen, Alter, gerade wie ich in die Boxengasse rüberziehe. Jetzt bist du aus der Box vorbei? Nein, aber Gott sei Dank nicht. Du bist fangen ja nicht in der Box. Bitte? Fangen ja nicht in der Box. Boxenstopp noch mit unserer Strategie. Alter, ciao. Ich schlecht hasse Formel 1, können wir was anderes spielen das nächste Mal. Also der hatte ich jetzt auch ordentlich mitgenommen. Das war die Rache jetzt von Kürt, glaube ich. Nein, das war bei meinem Verschulden alleine. Ja, aber der hatte ich jetzt auch ordentlich mitgenommen. Das war wirklich ansatzweise runterbremst. Im nächsten Stein gab es einen Unfall. Keine Überholmanöver, solange du gelbe Flaggen siehst. Ach, echt? Na, der hat dich ja voll, oder bist du? Grüne Flagge. Okay. Also, ich dachte, ich bin selber in die Wand gefahren. Na, da hat er schon die Chance geschaut, aber ich dachte eigentlich. Aber vielleicht war er auch schuld, ich weiß es nicht. Ich dachte, es ist jetzt so, ich dachte, das war die Rache von viel. Ich schau halt nur zu, das geht mir schon Urmorsch irgendwie. Wieder 36 Runden. Boah. Tschüss, Kürt. Ich sehe gerade deine voraussichtliche Boxenstrafe. Ich sehe gerade deine. Ich habe gerade deine voraussichtliche Boxenstoppstrategie gesehen. Wie? Also, es stand zweimal. Einmal, dass du stoppst in, ich glaube, Runde 18 oder so und einmal in Runde 14 und 18. Das war so ein Fenster unten. Das war wie im Fernsehen gerade. Ich weiß nicht, warum das war. Ich habe noch nie gesehen. Das war das erste Mal, dass ich das gesehen habe. Wir könnten ja Gran Turismo Sports ausprobieren. Wenn schon da wäre. Sports ist schon da. Sports ist da. Achso. Ah, Giovinazzi ist auch draußen. Echt? So, ja, habe ich jetzt erst gesehen. Ich glaube gar nicht. Ach, ich bin 15. Du schaust auch nicht damit. Ah, ich hab's schon. Boah! Bist du? Okay, die ist auch draußen. Okay. Knapp. Na, ich würde es vor dir. Norbert. Ah, oh ja, Blödsinn. Aber nur 5 Sekunden. Boah. Ja. Der war auch schon in der Box. Ah, okay. Jetzt ist er mehr. Jetzt ist er mehr. Der ist gut. Er ist mehr, aber ich bin mehr, Bert. Ich vermisse den irgendwie. Ich finde krass, dass die in Deutschland noch immer so Touren haben. Warum haben die dann keine Touren? Weil das nur in Österreich gemacht wurde, so. Warum? Nein, Deutschland hat auch Mediamarkt und Saturn. Ja, aber nur bei uns haben sie Saturn und Mediamarkt zusammen synergiert, weil die Österreicher sich mehr mit Mediamarkt identifizieren.
Darum haben sie alles auf dem Mediamarkt umgetan. Okay. Ja, weil das Rot drinnen ist, da kommen die ganzen Patrioten einkaufen. Wahrscheinlich. Ich muss sagen, ich habe mich immer mehr mit zu tun. Ey. Die Situation ist nicht perfekt, aber ich glaube nicht, dass es einen Grund gibt, auf andere Reisen zu wechseln. Bei mir war es wurscht eigentlich. Ja, bei mir war es zu tun in meiner Nähe. Ja, bei mir auch. Columbus Center bei uns im Zentrum war immer Saturn. Ziel ist plus 1. Schnellere Motoreinstellungen sind verfügbar. 20. war auch immer Saturn. Also die letzte Kurve vor der Zielanfahrt, oder? Da haut es mich noch raus. Halt. Wir sind jetzt trocken. Eigentlich hat gesagt, alles betrocken, oder? Unser Abstand zum Auto vor uns beträgt 15. Nein, nicht schon wieder die Kurve. Ich verliere auch immer meine Kraft. Wenn nicht. Irgendwann ist das überhaupt nicht meins. Irgendein Regenrennen haben wir mal gehabt in F1 16. Da war irgendwas, da haben wir nur mehr noch lachen können. Erinnerst du dich? Voll nicht das. Jeden raus, fast außer uns, glaube ich. Ich glaube, da sind wir 5. und 6. oder so geworden. Und da sind 10 ausgeschieden worden. Oder so irgendwie, ja. Aber ja, da finden wir es richtig. Als Kind habe ich immer gespielt am PC FOGB. Weiß nicht, ob ihr das noch kennt. FOGB ist Abkürzung für Formel 1 Grand Prix. Und da hast du alles einstellen können. Da hab ich dann eingestellt, spaßhalber Unverwundbarkeit. Und bin gegen die Fahrtrichtung gefahren. Ich bin nicht disqualifiziert worden. Jetzt ist mal alles klar. Alter? Okay, ich glaube, ich komme in die Box. Hat er bei dir schon vorgeschlagen? DRS ist aktiviert. Ja, aber hat er bei dir schon andere Weisen, mein Gott? Ah, warte mal, jetzt habe ich Alternativstrategie. Nein, ich kann mich kommen. Sag mal, warum die aufzieht, bitte. Ah! Ja. Soft. Soft, soft. Und dann flügel gleich bitte dazu, Box. Geht's jetzt ehrlich mit Fahren? Geht's jetzt um den Fahren? Ja, ich will. Okay, ich merke das nicht, aber noch nicht so starke Kurven. Musst du dann wissen, ob wir dann aufhören? Na, es ist normal, geht's, ich sehe, aber fahre ich an meine Runde. Aber was sehen, wenn dann vielleicht so eine ganz harte Rechtskurve kommt, dann kann ich nicht perfekt, aber gut, das ist eine Kurve dann. Fahr raus, fahr jetzt raus! Stell dich, wäre schon überholt. Okay, überrundet, jetzt hast du Alter. Noch zwei Boxenstops. Alter, zwei Boxenstops noch? Blaue Flagge. Na gut, ich mach nicht diese Alternativdings. Diese U-Kacke. Hast du die jetzt genommen? Da wäre Medium gescheiter gewesen. Aber nach dem zweiten Boxenstopp hau ich mal Medium rauf, erspare ich mir einen noch. Oh. Na, ich mach keine drei Boxenstoppe. Ne? Blaue Flagge macht dem Fahrer hinter dir Platz zum Überholen. Das geht Dings so weit fahren. Aber es hat noch Urrutsche da. Finde ich gar nicht. Ja, schon. Ich weiß nur, dass ich da nicht wirklich Meter mache. Ja, das Gegenteil. Das ist eine schnelle Kurve, wenn man sich Kurven hat.
Aber es ist wahrscheinlich steig gemacht, aber nicht so gut, oder? Nee. Verlierst du. Nachher habe ich eine gute Runde gehabt, habe 30 Punkte gut gemacht, habe eine unschlechte Runde, habe 50 Punkte gemacht. Ja. Ich will jetzt nicht mal sagen, dass es zwischen 15 Sekunden gibt. Ich mach's halt. Der Wagen vor dir ist auf der Strecke und hat auf weiche Reifen umgestellt. Ich überlege jetzt die ganze Zeit schon, wie oft bin ich eigentlich schon ausgefallen? Ein oder zweimal sogar schon? Blaue Flagge. Okay. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 47,1 Sekunden. Bitte? Wenn du mitrechnest, ist schon schlecht. Wieso? Du hast 20 Mal ausfahren, du wirst sogar 20 Mal ausfahren. In zwei Jahren. Also da schon mitrechnest, dass du da schon schaffst. Ja, stimmt. Das ist so viel Kopf. Dann. Stimmt aber, hast recht. Ich weiß nicht, was ich mache. Wenn du vorbeikommst, musst du das muss sagen, weil ich möchte es nicht aufhalten. Ich halte es sicher nicht auf. Wo bist denn du da? Ziellinie überquert gerade. Mich hat gerade der 9. überrundet. Ja, ich bin 15 damit 20 Sekunden schon. Ah, okay. Dann war ich total verkackt. Was soll ich machen? Wow, 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 was sehe ich da? Was sehe ich da? Nein. Flagge. Alter, das verstehe ich nicht mit Benzin. Das verstehe ich. Alter, fahr in mich rein. Das verstehe ich echt nicht mit Benzin. Ich habe jetzt wieder Minus, Alter. Ja. Alter. Okay, der 14 hat mich gerade überholt. Und der ist nice. Oh! Dein Frontflügel wollte ich nicht. Scheint nur geringfügig zu sein, aber geh es etwas ruhiger an, um das Problem nicht zu verschlimmern. Wir ziehen eine alternative Strategie in Erwägung. Möchtest du die Strategie ändern oder mit Plan A weitermachen? Ich hab Magnussen mitgenommen. Virtuelles Safety Car auf der Strecke. Langsamer werden und positives Delta beibehalten. Nein. Virtuelles Safety Car auf der Strecke. Ah, oh, ich dortle, jetzt bin ich vorbei von einer Box. Okay, geh sanfter mit dem Wagen um. So viel Schaden verträgt er auf Dauer nicht. Ich glaube, jetzt bin ich hinter dir und spiele jetzt sicher. Ich stand noch an und wieder ums Aus. S-Kurve fahre ich jetzt gerade? Ja, ich auch. Okay. Blaue Flagge, blaue Flagge. Danke. Blaue Flagge macht dem Fahrer hinter dir Platz zum Überholen.
Oh, Shaw ist hinter mir. Boah. Jetzt nicht mehr. Vor dir, was? Sind's vor mir. Alle drei. Ich muss sagen, trotz Flügelschaden kann ich auf der Strecke ganz gut fahren. Ja, von Windows ist noch offen. Auffallen tue ich sie nicht mehr. Nee, hey, aber das meine ich ja, es ist keine Kurvenstrecke drin. Ja. Eine Speedstrecke. Ja klar, so verliere ich natürlich die Sekunden. Aber ich merke, ich kann halt auch viel mehr auf Risiko fahren, das finde ich gut. Inwiefern? Ja, durch dieses Schalten. Ich kann die Kurve einfach mit Vollspeed nehmen. Und wenn ich merke, ich fange jetzt so schnell, schalte ich eins hoch oder eins runter, je nach Situation. Mhm. Und wieder zu speeden. Ah, so quasi Motorbremse. Ja, und ich nehme den Speed mit. Weil er da besser liegt. Weil ich mich so überdrehe. Mhm. Zum Beispiel. Oder ja, Motorbremse, das habe ich auch. Ich habe das zuerst nämlich gesehen, wie ich hinter Kühe gefahren bin. Mhm. In die Zielgerade rein. Also ich war um einige schneller. Das hätte ich so nie ausgefahren. Was das Lenkrad alles ausmacht, aber. Das hat ja nichts mit dem Lenkrad zu tun. Ja, aber da schaltet man sicher besser als im Controller. Achso, ja, das ist sicher. Sei vorsichtig, wir rechnen damit, dass dein Grip halt nachlässt. Gut, aber das haben wir eh gesagt, dass das Lenkrad ist falsch. Auch eben schon mit den Lenkbewegungen. Das sehe ich an dir. Du musst halt nach rechts noch hakeln, dass du vielleicht noch drauf kommst. Aber mit Lenkrad ist man doch anstrengender. Mhm. Also du musst dich halt körperlich wirklich mehr bewegen. Vor allem mit den Beinen ist es schon anstrengend, wenn du die ganze Zeit auf Spannung da bist. Drum rutscht auch weg, ne? Genau. Dadurch, dass du dich mehr bewegst. Das Gran Turismo wird mich auch reizen. Ich glaube, das werde ich mal ausprobieren. Hast du das eigentlich schon Enlisted ausprobiert, Alex? Nein. Habe ich da nicht. Ich habe dann das Warzone Update. Das
Möchte ich auch mal ausprobieren. Das war's. Wir nähern uns dem Boxenstoppfenster. Du wirst mit Mediums weiterfahren. Hast du die gelbe Flagge verursacht? Ja. Vor dir ist jemand von der Strecke geflogen. Gelbe Flaggen voraus. Nein! Alter. Was ist los? Wow! Oh, Alter. Blaue Flagge. Wo bist du auf einmal hergekommen? Ich hab's da reingedreht, oder? Sorry, aber. Nein, no, ich mach mal. Da habe ich jetzt nicht mehr reagieren können, Alter. Na, passt schon. Kannst du es okay. Also, im ersten Moment warst du neben der Strecke und auf einmal. Der Fahrer hinter dir ist in einer anderen Runde. Lass ihn durch, wenn du kannst. Es gibt gar nichts mehr. Alter. Blackout. Der Benzinstand sieht super aus. Du hast ihn gut im Griff. Bestätigt. Fährst du in die Box jetzt? Der Norris ist der. No. Der Norris hat ihn einfach gefickt, oder? Ich sag's schleichtig. Bam, Alter. Aber ich, das finde ich so nervig, dass die KI so nervig ist in dem Spiel. Er kann dich trotzdem nicht von der Strecke schieben, wie er Lust hat. Musst du jetzt in die Box, oder? Ich bin draußen. Also ganz? Ich habe die Meldung nämlich nicht gesehen. Er kriegt ja gar nichts mehr. Nein, ich weiß. Ah, da? Alter. Sie haben Platz. Ah, ja, sie haben Platz. Ich habe einfach mal performer halber gesagt, dass er. Toll. Ohne 100 gibt es. Tempo bis zu den grünen Flaggen beibehalten. Stranded Team und Wreckfest. Nein, Wreckfest gibt es jetzt gratis dann. Ja, hast du gekauft oder was? Ja, das habe ich noch original dastehen. Ich komm das gleich nur runterladen, weil es ist ziemlich cool. Ja. Blaue Flagge, blaue Flagge. So bitter das jetzt ist für dich, Alex, das könnte meine beste Platzierung werden dabei. Naja, wird sie fix, oder? Ja. Wir gehen ja nicht davon aus, dass du waschen. Aber das wäre ja auch deine beste, wenn ich nicht rausgefunden wäre, oder? Achtzehnter war ich, glaube ich, schon. Dann muss ich checken. Na, Bro, rennen einen Platz nach vorne. Ja, stimmt. Ende der Saison ist Norbert Platz 1. Nein, 19er. Alle drei Reihen, die du durchgekommen bist, 19er. Ah, okay. Der Wagen vor dir auf dieses New World vor ihm umgestellt. Was ist das? MMO von Amazon. Ja. Ah, okay. Wieder. Die haben doch ganz gebracht. Amazon geben. Also ja, aber das letzte haben sie eh schon gestanzt. Well. Aber New World haben sie jetzt extra nochmal verschoben, weil es so viel Kritik hatte. Haben sie extra nochmal verschoben, ich glaube um ein, zwei Jahre. Damit sie nochmal dran arbeiten können. Und ich glaube, vorher soll es kommen. Achso, heuer kommt. Es hätte letztes Jahr schon kommen sollen, ich glaube im März oder so. Ich befürchte, dass sie God of War verschieben werden auf 22. Sicher. Und auf Horizon freue ich mich schon. Hast du so ein neues Zombie-Mutanten-Dings? Vorblatt?
meinst du? Oder heißt das Vorplatz? Kann sein, ja. Das ist dieser Coop. Irgendwas mit 4 war das. Ja, Vorplatz, das ist quasi wie Left 4 Dead. Ah, das ist das, okay. Was denn? Was denn? Ich hab nicht zugehört gerade. Das ist Vorplatz. Achso. Mich würde irgendwie Hut reizen. Hut? Das ist nichts für dich, glaube ich, Norbert. Das ist ein PvP-Game. Hut wie Hut? Ja, Hut, Robin Hood. Wie Robin Hood, aber das ist nichts für Norbert. Alleine würde ich es ja nicht machen. Auch nicht in der Gruppe. Glaubst? Das ist ein PvP-Game, Norbert. Das heißt, du glaubst dich die ganze Zeit mit anderen echten Spielern. Mach ich in Warzone ja auch. Ja gut, aber Rosen ist ein Shooter, den hast du schon angelernt. Also mehr oder Shooter, weniger. Naja, aber Shooters spielen sich immer gleich. Wenn du jetzt Stimmt. ein neues System hast, wie schnell lernst du, glaubst du, ein neues System und das noch im PvP gegen andere? Wenn du dann noch mit mir und mit Alex zum Spiel mitgehst, wir dann ein höheres Skill-Level haben, aber du natürlich trotzdem auch Gegner bekommst, die auf unser Level sind. Hm. Ich glaube schon, dass das sehr frustrierend für dich ist, wenn du dann nur aufs Maul kriegst. Das kann sein. Ich weiß nicht mal, ob das was für mich ist. Ich habe ihn vorhin auch abgekackt, weil mir das System einfach nicht... Oh so ja, da bin ich auch der Ur-Noob, Alter. Ja genau, und jetzt musst du vorstellen, das ist im Prinzip das gleiche in Grün, nur mit einem anderen System jetzt. Ah, okay. Also wenn es jetzt das richtige Spiel ist. Das Vorhanna war das Blocken urschwer. Das Blocken war nicht so schwer, ich fand das ganze System trashig. Jetzt nach links ziehen, Norbert. Okay. Hey, jetzt ist schon wurscht. Achso. Das musst du machen, wenn du die blaue Flagge hast und jemanden vorbeilassen willst. Kriegst du einen 10er, Norbert. Und einen Kuss auf die Ecke. Da verziege ich jetzt gleich. Da spuckt dir gleich alles aus. Da bist du aber erst die Hälfte gefahren. Ich hab das gemerkt, wenn du hinten fährst oder ganz alleine, ist das Rennen viel zacher, als so wie ich letztens um Top-Plätze mitgefahren bin. Für mich ist so jede Runde so schnell vorbei gewesen. Ich muss dann nicht kurz in CPU die Kontrolle übergeben. Na ja, dann cheatet er auch noch. Genau. Also ich war ja für die Disqualifikation. Was wärst? Für die Disqualifikation. Stehst der Fall an meinen Rücken, da haben wir gestimmt, dass wir das Rennen nochmal austragen. Das ist mich voll abgeschossen. Das traut er sich nicht, Alex. Das ist mich voll abgeschossen heute. Okay, reich ein. Aber das war jetzt knapp.
blaue Flagge, blaue Flagge. Okay. Der Fahrer hinter dir ist in einer anderen Runde. Lass ihn durch, wenn du kannst. Schieß ihn ab. Sind die 20 Rennen eigentlich irgendwie durchkommen? Hat es durchkommen, oder? Was ist alles? Naja, natürlich wäre es besser mit Punkten, weil danach richtet sich dann da eventuell ein weiterer Vertrag, ne? Ich meine auch, Hauptsache durchkommen, oder wenn du 15 Mal überrundet bist, du bist durch, dann bist du durch. Es wurde nicht es wurde nur gesagt 20 Mal durch. Und der Vertrag richtet sich dann natürlich nach der tatsächlichen Leistung. Ein möglicher. Also nicht Vertrag, sondern eine mögliche Empfehlung. Ah, okay. Also ich glaube, ich hätte nächstes Jahr bei Williams anfeuern. Das geht nicht. Alter, fick dich. Ja, vielleicht ist Alex dann schon weg. Alex hat schon 24 Punkte, das sind Williams, oder? Könnte sein, natürlich. Also ich und mein Management, aber haben uns das schon angesetzt, aber wir sind noch nicht so konkret gekommen. Ich habe da immer so einen Drift nach links gehabt zum Alkohol und das hat dir dann nicht gefallen. Na, bist du deppert an der Arbeit, oder was macht denn der da gerade? Boah, da war gerade... Der spielt Tokyo Drift. Na, der Drift gespielt. Kannst du das sagen? Ich spiel Drift. Der Drift gespielt. Tokyo Drift. Der hat sich viel Fassung zu viel, wie es geschafft. Er wollte gerade für Gran Turismo Sport üben. Da möchte ich ehrlich eh wissen, wieso der Chinese lebt. Der ist auch verstanden. Ja, werden wir sehen. Ja, hoffentlich. Gelbe Flagge. Gelbe Flagge? Gelbe Flaggen vor dir, kein Überholmanöver in der gesicherten Zone. Sei vorsichtig, bis du wieder grün. Aber er ist schon 16, ist. Die scheinen alle voll aus. Aber jetzt fahr mal den Quiet hinten drauf. Aber voll. Der hat das verdient. Ja, der hat mich vorhin rausgeschoben. Ah, ja, stimmt, da muss er ihm einen 10. einen 10er geben. Wer ist Erster? Warte, ich schau mal, was die für Boxenstopps haben. Gleich alle. Echt? Mhm. Das wäre krass. Also Perez, zweiter Platz, glaube ich, zugehört 14 Sekunden auf jeden Fall auf Bottas. Hamilton wird wahrscheinlich ihn noch schlucken, aber... Und Ocon hat auch 9 Sekunden auf Gas gegeben. Und nur eine Sekunde hinter Bottas. Verstappen, 11. Alter, was hat er gemacht mit seiner Pole? Der hat ja keine Pole gehabt, der war ja nur 5. zu Beginn. Ah ja, stimmt, der hat zurückgeworfen. So. Oh, ich muss jetzt aber trotzdem kurz weg. Wo musst du hin? Kleinen gute Nacht sagen. Einfach gegen die Wand, Norbert. Perez hat soft, Alter, der holt auf sogar, statt er verliert auf Hamilton. Aber das heißt, er muss vielleicht nochmal in die Box. Norbert, nochmal gegen die Wand. Natürlich. Kommen wir gleich. Alter, der schummelt, Alex. Was so? Aber schau Perez an. Der irgendwie nicht ganz so motiviert gegen Hamilton. Ich weiß nicht, ob Perez ist auf einmal stehen blieb mitten auf der Strecke, warum auch immer. Ich hab ja wahrscheinlich, weil Norbert stehen blieb. Nein, Norbert war dahinter. Ach so, das weiß ich dann nicht. Schon wieder dran bleibt. Ja, Norbert schummelt, Alter. Das ist doch aber wirklich. Heißt alles, es ist ein Rennen so fahren. Ich bin mir sicher, die Ergebnisse sind besser, als wenn wir selber fahren würden. Also die KI ist genauso eingestellt quasi wie wenn du weg bist. Ah, das heißt, ich platziere mich einfach am ersten Platz und drücke dann auf Pause. Könnte man machen, ja. Brauchst du alles passende Auto auch. Na schade, Perez wird sicher nochmal wechseln. Und dann hat er verkackt. Dann ist er hinten. Ocon muss auch wechseln, Gasly muss wechseln. Ah, Perez wird jetzt reinschauen. Krass. Norbert bleibt ur dran. Zieht er da. Mich würde aber interessieren. Schau schon wieder, schau.
Weil da Raikkonen steht. Ja? Gelbe Flagge. Und sie sind sich unsicher, wegen überholen. Aber da hätte ich jetzt keine Norwegs, da wären sie hier voll reingrutscht. Vielleicht nächste Runde haben wir dann die Chance. Oder wenn Norbert dann zurückkommt und von der Pause weggeht, dann donnert er voll gegen die Wand oder sowas. Mich würde interessieren, wenn jetzt ein Auto nachkommt, wie er das bei der Baumflagge die KI löst dann. Wie meinst du? Ja, wenn jetzt ein Auto kommt, das ist blaue Flagge ja für Norbert. Ja. Lass die KI dann einfach Platz oder fahrt sie trotzdem nicht hin? Okay, das werden wir dann nicht erfahren. Was werden wir nicht erfahren? Was passiert, wenn eine blaue Flagge kommt? Scheiße! Was denn? Oh. Hast du die? Was? Ich habe eigentlich darauf gehört, dass du gegen die Wand fährst, wenn du vom Pause drückst. Warte mal, TV-Kamera habe ich gehabt oder? Na, TV-Kamera. Achso, er hat sein Ding umgestellt. Kamera umgestellt. So, Entschuldigung, was habt ihr noch bleib mal gesagt? Bleib dran, geht schon. Gib ihm, Alter. Schade. Ah, schade, ja. Okay, jetzt kannst du ihn auch gelassen. Brauchst nicht dran fahren. Das war jetzt gleich. Echt schade. Hättest du nicht eine Runde später zur kleinen Gute Nacht sagen können? Weil? Du hast sicher immer die voll rein drauf, oder? Ja. Wieso? Weil er einfach stehen geblieben ist, weil der Raikkonen auf der Seite steht. Okay. Das hättest du nie, also hätte ich ihn niederbremst sogar. Aber haltet sich noch immer gut mit für das. Ja, nicht nur benehmen. Hamilton oder was? Ja, Hamilton haltet gut. Haltet gut mit. Ich find's echt erstaunlich, wie Hamilton mit dem mithält, Norbert. Ja, okay. Oh, Stoß. Norbert reicht. Aber da muss ich mit dem Coach reden, aber das geht ja gar nicht. Also. Das ist schummelt, meinst du? Naja, schummelt. Schummelt, einen eigenen Teamkollegen mitgenommen. Der auf der Strecke rausgeschoben hat. Ich habe geschoben, ich bin rausgeschoben. Ach so. Ich bin ja dann links in die Wand und dann gleich wieder rausgeschoben. Ah, okay. Soll ich da reagieren? Aber das erkennen nur die Pros, Norbert. Na dann. Was? Dass du nicht rausgeschoben hast, sondern dass das passiert ist. Oder wenn wir so fahren wie Norbert, dann zahlt uns 10 Mal in die Wand rein. Schau 50er. Was sagst du, Alex? Also, ah, jetzt Norbert. Schon weggezahlt. Ja, fix. Oh, Verstappen, Norris, letzte Runde. Ja, Norris wird, glaube ich, nicht mehr wechseln, nämlich. Also Mercedes hat die gute Strategie genommen. Flagge. Das hat der Norbert den 1 Stop weniger, glaube ich, was auch bringen. Sehr genommen. Okay, das Boxenstopp-Fenster hat sich geöffnet. Das Boxenstopp-Fenster ist jetzt offen für dich. Krass, Ocon war schon in der Box und ist immer noch 5. Mhm. Ocon hat 7 Plätze gut gemacht, Alter. Hamilton macht mir Angst, Alter. Warum? Ja, weil ich würde bei Raikkonen stehen. Achso. Warum hat er das vorher nicht machen können, oder? Okay, alles klar. Was eigentlich jetzt schade, du könntest das so schon aufholen, weißt du das? Wenn da jedes Auto bremst und das jede Runde. Ja, voll. Sind die von hier noch 2-3 Sekunden, oder? Ja, stimmt. Na, für dich wäre das auch ideal. Ja, eh. Und du bist halt zu weit weg. Ja, mich ärgert halt einfach, dass ich den Regen nicht überlebe. Weil du könntest jeden überrunden dort. Und bis der dich wieder hat, wenn er stehen bleibt dort, und der Sieger kannst du ihn überrunden. Ist ja gelbe Flagge. Blau erst. Oder darf ich mich. Und seit du so das zurück überrunden, wenn du schneller bist. Ja.
Nein, dort wo der Unfall ist, wo sie so langsam sich einbremsen, wenn sie stehen diese gelbe bleiben, Flagge. Darfst, ja, aber wenn, du, wenn sie stehen bleiben, darfst du. Okay. Weil so wie jetzt hat sich einer daneben zugestellt. Ich will den anderen überlassen. Der hat auch überholt. Ich sehe gerade, du hast schon 3 Runden Rückstand, Norbert. Mhm. Krass. 3 Runden? Ja. So siehst du das. Na, 3? Auf dem Führenden hat er 3 Runden Rückstand. Krass. Ja, aber nur eine Runde auf den vorderen. Ja gut, aber der fährt genau vor dir. Und der hat selbst schon über eine Runde Rückstand auf den Hamilton. Egal, aber dabei sein ist alles. Sagt dein Trainer auch immer. Fang aber an, nicht so gut zu rennen. Hey, dabei sein ist alles. Ich bin nicht da beim Williams, um zu punkten, sondern um zu lenken. Und nicht um zu denken. Und wenn ein Hang zum Alkohol hat, schlage ich ihm 100% negativ ein. Voll interessant, 5 Stops, Alter. Achtung, ja? Achtung! Tür hat 5 Stops. Achso, ja. Der eine hat er sich einmal wegen mir, weil er mich geschoben hat. Er hat sich einen Flügelschaden gehabt, zum Beispiel. Krass, Sony hat bereits 7,8 Millionen PlayStation verkauft. An wen? Es sind so viele gewesen. Ich weiß nicht, warum wir mal alles so dann. Oh ja! Endlich! Endlich! Ja, du schön! Alter! Ja, meine Gewinner! Das hätte eigentlich schon 3 Runden vorher mit Hamilton passieren müssen. Aber wie auf einmal, so unerwartet, Alter. Möchtest du den aktuellen Plan durchziehen? Was mit dem neuen Versuch? Bestätigen. Fuck, Norbert. Wenn mal einer von draußen macht, das nochmal. Das Typ ist nicht Strafe bekommen, glaub ich. Na, da hab ich keine gekriegt. Nur Verwarnung. Achso. Wollt ihr spielen mal mit von? Aber er hat eigentlich Unglück gehabt, weil er ist genau seitlich mit dem Rafen dagegen gefahren. Also ich glaube, hat er einen orangen Flügel oder so gehabt. Ja, direkt disqualifiziert. Jetzt ist aber halt weit und breit keiner vor ihm. Schade. Und er verletzt sich aber auch nicht. Aber in die Box, ja. Ja, dann ist vielleicht nochmal die Chance, Alex. Blaue Flagge. Aber dass der Reikern halt auch überhaupt nicht verschwindet, wundert mich. Der hat sich auf alle gemacht, ey. Buggy. Formula Bug. Einmal die Strafe absitzen, dann die Flügel wechseln. Genau. VSC auf der Strecke. Das virtuelle Safety Car ist auf der Strecke. Wir müssen hier ein positives Delta beibehalten. Langsam. Weil ich hab's ganz genug gesehen, du bist gerade über den Fuß gefahren, deinen Mechaniker. Das war unser letzter Boxenstopp. Keine Boxenstopps mehr geplant. Berufsrisiko. Blaue Flagge, vielleicht wenn sie gleich langsam erfasst. Du musst doch mal nach links ausholen. Warte, da liegen doch die Urteile. Was ist das denn? Ja, du bist ja auch voreingekriegt. Schau mal nach links aus, Norbert. Alter. Warte, wie er mir am Arsch pickt, Alter. Herve 10 Sekunden Strafe, Albon 5 Sekunden Strafe, Ocon 5 Sekunden Strafe. Scheiße. Da wird sich vorne alles verschieben, Alter. Und ja. Eng zusammen. Also Norris darf sich dann vorne über den dritten Platz, wenn er Glück hat. Gleich kommen die grünen Flaggen. Positives Delta bis zu den grünen Flaggen beibehalten. 44, stimmt's. Blaue Flagge. Aber auf dem vierten auf jeden Fall, derweil. Vierten auf jeden Fall. Ja gut, komm doch, da fahren wir auf heute. Ja, klar. Und jetzt bleibt dran, Norbert. Bleibt dran an Grosjean. Nimm das DS mit. Ganz wichtig. Boah, man nimmt den Grosjean sowieso mit. Der ist mit dem Grosjean und der ist mit. Aber sein der ist, Grosjeans der ist hinter mit dem Flügel von ihm. Perez nochmal an die Box. Das war's für Perez. Albon Box! Ocon Box!
Die sind sicher alle gecrashed dort, Alex. Fix alle dort zusammengefahren, oder? Gut, das war's mit Punkten. Verstappen, easy, oder? Naja, Punkte gehen sich aus, glaube ich noch. Na, Flo, komm nicht mehr. Ich glaub schon. Ah, schade. Ja, genau, rangelt's euch. Oh, das war's. Oh, Grosjean, Flügelschaden. Der ist nochmal Strafe. Echt? Ja. Wegen was? Box wahrscheinlich. Esteban Ocon ist schon 11. Schau. Du bist aber jetzt nicht die nächsten 5 Runden durch, oder? Blaue Flagge. Was? Was? Aber die Daniela da fast vorm Fernseher steht. Musst du? Daniela, wie gibt dir das Zeichen? Du musst warten, Daniela. Etwa 5 Runden kommen wir mit dir. Wo ist jetzt eh schon wurscht ist. Wir sind bei so einem Chaos-Rennen nicht auf. Oh, Alter! Was macht der, Alter? Ja, ist der Daniela vom Fernseher gelaufen? Danke, Daniela. Na, Alter! Alter, das ist uncool. Er ist gerade um die Punkte mitgefahren. Das geht sich noch aus, Alter, wenn da noch ein paar zusammenfahren. Daniela läuft nochmal vom Fernseher vorbei. Jetzt hast du echt noch eine Runde, eine Fox. Na, Alter. Alter, was ist 5 Sekunden Strafe? Jetzt hast du echt nochmal in die Fox. Ja, noch 5 Sekunden Strafe. Also fahr nicht vorauf, geh vorbei. Fahr vorbei. Na, jetzt gehst du wirklich nochmal in die Fox in der letzten Runde, oder? Na, sicherheitshalber. Achso, das war die letzte. Na, Alter. Ja, Alter. Lost, richtig lost. Naja. Los, fahr jetzt. Ich möchte durchkommen. Oh, Perez ist ausgeschieden. Perez ausgeschieden, ja. Krass. Sicher dort zusammengefahren wieder. Ja. Es ist so krass einfach. Esteban Ocon ist schon wieder in der Box. Oh, schade, Norbert. Ja! Warum kann der Rast nicht kaputt gehen? Das hätte ihn geblüht für dieses. Ich muss durchkommen. Alter, was ist mit dir? Blaue Flagge macht den Fahrer hinter dir Platz zum Überholen. Aber wenn ich überhaupt durchkomme, Alter. Grüne Flagge. So, jetzt volle Kraft voraus in Magnussen rein. Zeig, was du kannst, Norbert. Wenn Perez kannst du noch schnupfen, dann musst du jetzt auch nicht aufs Gas gehen. Dann geht noch, er muss nur über die Ziellinie, man kommt dann immer wieder rein zurück. Muss froh sein, wenn ich durchkomme. Warum? Ich habe minus 21 Benzin. 21? Also 0,21. 0,21. Ja, 0,21. Flagge. Ach, Schnauze mit der Planflagge. Planflagge. Ich würde noch vorbeilassen, weil du darfst immer viele Strafen sammeln. Achso, schon oben. Okay. Genau. Okay. Na, wieso ein paar habe ich doch hier schon abgesessen, oder zählt das trotzdem? Na, zählt trotzdem. Die Summe zählt dann. Okay. Gasly Dritter, Wahnsinn. Norris war der Fünfte. Hamilton Zweiter, Bottas Zweiter. Und der Gasly, kannst du dir vorstellen, der Gasly holt sich den dritten Platz. Ah, ich bin noch 16er geworden. Ja, ey. Aber du hättest sogar noch 15er werden können. Wenn ich nicht in die Box kann, wenn du. Ja, wenn du Perez nochmal zurück überrundest, wenn er ausgeschieden ist, ist er. Ja, stimmt.